Im Herzen der Oberpfalz gibt es nicht bloß eine Weißwurst, ein Kirchweih oder Blasmusi. In Hirschau wird seit 1833 Kaolin, Quarz und Feldspat zur Porzellanherstellung abgebaut. Als Abfallprodukt entstand eine klitzekleine Sanddüne, auf der 1957 zwei Skifahrer eine spaßige Idee hatten. Jahre später gehen sie auf den Berg immer wieder Sandboard-Weltmeister, spannende Rennen um Hundertstel Sekunden. Tja, und jetzt komme ich ins Spiel. Wie auch damals 1957 rasten die Volt Boys die Düne Ora und um ein Haar auch unter die sandige Erden. Jetzt wollen sie beweisen, dass ihre eigene Rekordzeit bloß durch sie selber knackbar ist. Und genau das, Lawine, zau! Was willst denn du jetzt? Gibt's dir ein bisschen geschubst oder was? Ja. Was redest du da überhaupt? Na, vom Gewinner. Und wer seid denn ihr überhaupt? Weltmeister 2004. Vize-Weltmeister 2006. Und ich bin natürlich auch wieder Weltmeister 2011. Ja, da kennt ihr mir bestimmt helfen, oder? Das wird sicher witzig. Wie macht man das jetzt so zwischen die Beine stellen? Genau, stellen wir zwischen die Beine, stellt es keinem. Muss ja auch cool sein, weißt du? Auf jeden Fall. Und dann lernt man das. Habe ich überhaupt eine Chance? Wie oft muss ich da runterfahren, dass ich das kann? Bist du im Winter schon mal gefahren? Also im Schnee. Ja, im Schlitten. Im Schlitten. Oh. Ui, 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 so geht's auch, oder? Ja, vielleicht nicht ganz so schnell, wie du das wahrscheinlich willst. Also wie geht es jetzt mit der Kurven, Zehn? Na, versuch's mit der Hand im Sand. Die erste Kurve, wie ganz am Anfang. Teil den halben Berg und ich kann es nur nicht. Hand und Sand. Ah, schade. Aber das ist schade, zieh fix. Zeig's mir halt richtig, Mensch. Ihr wollt doch gar nicht, dass ich das lerne. Scheiße, jetzt bin ich wieder hingefallen. Hand in den Sand, hat er gesagt. Hand in den Sand. Seit einem Jahr kann ich nicht mehr schlafen, weil ich mit dem Siegerpokal kuscheln muss. Auch ohne so eine unprofessionelle Hilfe werde ich den Volt Boys zeigen. Was willst denn du jetzt? Gibt's dir ein bisschen geschubst oder was? Ja, was redest du da überhaupt? Na, vom Gewinner. Und dazu darf ich üben. Aber das schaffe ich ja ohne euch. Schau dir so aus.
Na geh, ich schaffe sogar schon am Berg mit. Na klar, ich glaube, du verwechselst dein Sandbag da ein bisschen, gell? Ich weiß, was Heucher und weiter bedeuten tut. Du rutschst da oben. Das ist eher so. Sollen die Waldboys ruhig kommen? Die werden sich schon anschauen. Und nachschauen, weil ich zuerst im Zoll bin.